Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war vorhin, ähnlich wie Kollege Hübner, und auch draußen vor dem Landtag. Dort haben einige hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Air Berlin demonstriert. Ja, machen Sie sich nur lustig, Herr Siebicke. Es geht bei diesen Menschen ganz konkret darum, dass sie ihren Arbeitsplatz in einer Art und Weise verloren haben, wie es seinesgleichen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sucht. Und deswegen müssen wir uns um diese Menschen auch kümmern und deren Anliegen in der Politik auch sehr deutlich machen. Und deswegen war es nicht in Ordnung, dass wir nicht heute darüber reden konnten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen diesen Vorgang, weil er wirklich beeindruckend im negativen Sinne ist, einmal schildern, nur in ganz kurzen Zügen. Wir haben in Deutschland ein gut funktionierendes Insolvenzrecht. Dieses Insolvenzrecht wurde durch einen Kredit der Bundesregierung und durch verschiedene andere Maßnahmen schlicht umgangen. So ist es den Beschäftigten nicht möglich gewesen, einen Betriebsübergang zu machen. Das führt dazu, dass alle Tochterunternehmen filetiert werden und sich die Beschäftigten jetzt auf ihre eigenen Arbeitsplätze mit minderem Gehalt und in neuen Strukturen bewerben sollen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Manchester-Kapitalismus, und das müssen wir verhindern. Das darf in Deutschland, so finde ich, nicht mehr vorkommen. Und ich sage das auch vor der Folie, dass wir weitere Unternehmen haben, wo man sich fragt, was ist da denn los? Wir haben General Electric, ich habe mir das Unternehmen freundlicherweise auf Einladung des Betriebsrates angucken können. Die haben volle Auftragsbücher, die haben ein modernisiertes Unternehmen, sie haben 400 Beschäftigte, von denen über 20 Leute schwer behindert sind und trotzdem qualifizierter Arbeit nachgehen. Solche hervorragenden Unternehmen werden geschlossen oder sollten geschlossen werden, weil Unternehmensentscheidungen in Amerika 20% Rendite nicht ausreichen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag, das können wir doch nicht tatenlos mit hinnehmen. Da müssen wir uns wehren und dafür sorgen, dass diese Menschen eine berufliche Perspektive haben. Das sind wir doch den Menschen in Nordrhein-Westfalen letztlich schuldig. Und da geht es, was möchte ich? Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre Anlass genug gewesen, Herr Arbeitsminister Laumann, sich sehr vehement in diese Debatte einzumischen. Nicht nur verbal, sondern mit konkreter Hilfestellung vor Ort, indem man mit den Beschäftigten spricht, Lösungsmöglichkeiten ausarbeitet, möglicherweise Berater, das lässt das Betriebsverfassungsgesetz alles zu, heranholt und Lösungswege aufbaut. Das alles ist nicht geschehen. Das finde ich außerordentlich schade. Und nicht nur schade, sondern in welcher Weise heute Morgen die Aktuelle Stunde abgelehnt wurde, wo Herr Kollege Höhne sich dazu verstieg, die FDP-Fraktion oder die Landesregierung bräuchte keine Nachhilfe in Sachen Arbeitsmarktpolitik. Das hätten Sie doch diskutieren können, verdammt noch mal, hier im Landtag, ob wir das richtig finden oder nicht. Aber die Debatte wegzuschießen, weil sie nicht der Debatte wert ist, das finde ich schon skandalös. Und wir haben, und ich möchte jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, doch zu zwei Punkten kommen, auch die wir hier im Landtag diskutiert haben. Stichwort, weil das Kollege von der CDU eben auch gesagt hat, sozialer Arbeitsmarkt und Wertung auf den ersten Arbeitsmarkt. Ich habe ja mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die Koalition erkannt hat, dass Aktiv-Passiv-Transfer ein vernünftiges Arbeitsmarktinstrument ist. Das ist eine vernünftige Positionierung. Allerdings sagt der gleiche Antrag, das richtet sich nur an die Bundesregierung. In Nordrhein-Westfalen kann man da nichts tun. Das halte ich für grundfalsch. Wir haben die meisten Integrationsunternehmen sind in Nordrhein-Westfalen. Die meisten, über ein Drittel der in Deutschland Beschäftigten in Integrationsunternehmen, kommen aus Nordrhein-Westfalen. Das sind doch Belege dafür, dass wir es erstens können und zweitens, dass es gute Instrumente gibt, Menschen, die länger als nur ein Jahr arbeitslos sind, eben Hilfen zu geben und auch einen direkten Anschluss an den Arbeitsmarkt. Und ihre fast schon Fixierung auf den ersten Arbeitsmarkt ohne weitere Hilfen ist doch falsch. Und Sie wissen es doch auch, Sie haben es in der Debatte ja auch gesagt, wir müssen unsere Hausaufgaben hier in Nordrhein-Westfalen auch machen und dort auch tätig werden. Letzter Punkt in diesem Segment. Wir haben eine Menge geflüchteter Menschen, die nach Deutschland gekommen sind in den Jahren 2015 und 2016, die viele Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere Deutschkurse, jetzt hinter sich gebracht haben und mit dem B2 gute Chancen haben, eine qualifizierte Ausbildung beginnen zu können. Deswegen müssen wir uns auch darauf einstellen. Und deswegen wäre mein Petitum an die Landesregierung, wir werden das auch entsprechend hinterlegen, doch weitere Maßnahmen dort in
Angriff zu nehmen, beispielsweise im Bereich der Altenpflege vorhandene Programme aufzustocken, zu qualifizieren und weiterzuführen oder auch passgenaue Maßnahmen für Geflüchtete anzubieten, weil das der größte Kreis ist, nicht weil es eine Sonderbehandlung sein soll. Wir müssen selbstverständlich auch für den im Bereich ESF, das ist ja auch hinterlegt, weitere Programme für andere, die hier sind, anbieten können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Laumann, ich fand schon, dass Sie in den letzten Wochen an einigen Punkten gefehlt haben und sich leider nicht zu Wort gemeldet haben. Beim Stichwort Sozialticket, wo es darum ging, mehreren hunderttausend Menschen in Nordrhein-Westfalen Mobilität zu ermöglichen, bedurfte es eines Shitstorms der ganzen Bevölkerung, um die Landesregierung von diesem irrsinnigen Verfahren abzubringen. Ich habe Sie an keiner Stelle gehört, als es um das Thema Landesbauordnung geht, wo es um die Rechte von behinderten Menschen geht. Selbst den Vorwurf, man würde den Bedarf nicht ermitteln können, kontern Sie nicht, indem Sie einfordern, wir wollen eine vernünftige soziale Stadtentwicklung haben. Sie fehlen da, Herr Minister. Sie müssen sich dort einbringen und diesem aus meiner Sicht falschen Kurs der Landesregierung entgegentreten und für eine soziale Stadtentwicklung eintreten. Wir werden uns sicherlich bei den weiteren Punkten noch intensiver darüber unterhalten. Herr Minister, werden Sie an dieser Stelle Ihrer Verantwortung gerecht und mischen sich in die Debatte ein und ducken sich nicht, und nicht nur an den Punkten, wo es schön ist, sondern da auch, wo es schwierig ist.